ausfahren. Wir sehen das jetzt hier noch einmal. Er ist dicht hinter Hans-Joachim Stuck, rutscht da schon ein bisschen. Und dann versucht er noch, das Beste draus zu machen, steigt hoch auf und hier ist alles gelaufen, keine Chance mehr. Und die Fotografen hätten auch nicht den Hauch einer Chance gehabt, weil da reagiert kein Mensch mehr. Das Auto stand ganz kurz im vorderen Bereich in Flammen. Offensichtlich hat er aber dann selbst noch die Wagenheberanlage ausgelöst. Sicherheitsvorkehrungen haben funktioniert in allen Bereichen. Dreifach Leitplanke hat gehalten, ist nämlich gar nicht so einfach. Auf einem solchen Airfield müssen die Leitplanken ja immer extra installiert werden. Und das Auto hat auch gehalten. Gabriele Tarquini scheint offensichtlich zum Glück nichts, aber auch gar nichts passiert zu sein. Das Auto kann allerdings abgeschrieben werden. Rote Flagge ist draußen.